Hallo, herzlich willkommen im Themenstand Networking. Blicken wir wieder nach Kalifornien. Diese Geschichte hier begann nämlich mit meinem Wunsch, die Next Economy Konferenz von Tim O'Reilly in San Francisco zu besuchen. Und diese fand im November 2015 statt. Ich reiste also dorthin und bewunderte über 2 Tage, wie sich auf dem Podium in einer atemberaubenden Abfolge unfassbar viele bekannte Aktive des Internets und der digitalen Welt dort die Hand gaben und per Frontalbeschallung ihre Sichtweisen darlegten. Mein genereller Eindruck dort war es, dass sich die Unternehmer und Unternehmerinnen dort sehr ernsthaft, offen und konzentriert den Fragen der Zeit stellen. Vielleicht abgesehen von einem Manager von General Electric, der noch sehr der alten Rhetorik verfallen war, unterhielten sich die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen sehr differenziert und überlegt über die Chancen wie die Risiken der aktuellen Entwicklung und vor allem darüber, was sie selbst dafür tun könnten. Nicht als Marketing für sich selbst, sondern weit reflektierter, als ich es aus Diskussionen hier im deutschsprachigen Raum kenne. Hier trafen sich Forschende und Macherinnen und Macher, die nicht primär Dollarzeichen in den Augen haben, sondern Probleme lösen. Sehr marktradikal, das ist nun mal die kalifornische Ideologie. Darüber kann man lachen oder sie in der Tiefe versuchen mal zu verstehen, um aktuelle Entwicklungen mit globaler Auswirkung begreifen zu lernen, um dann eigene Handlungsschritte sich zu überlegen. Ich zeige euch 3 Punkte auf, die dort relevant waren. Punkt 1, die Vernetzung. In diesem Themenstrang Networking geht es um die zunehmende Vernetzung in dem neuen Internet, das nach Jeremy Rifkin sich zusammensetzt aus 3 Säulen, nämlich der Kommunikation, der nachhaltigen Energie und dem fahrerlosen Transport. Aufbauend auf dem alles miteinander verbinden Internet der Dinge, darüber sprechen wir im Themenstrang Mensch-Maschine-Interaktion. Diese Welt, die eigentlich noch relativ weit weg erscheint, entsteht allerdings bereits und könnte schon sehr, sehr bald unsere aller Realität sein. Angetrieben vom kalifornischen Spirit und von dieser Dynamik, die dort herrscht. Dieser Spirit, man muss es sich immer wieder vor Augen führen, speist sich zentral aus folgendem Denken. Biete eine tatsächliche Lösung für ein Problem sehr vieler Menschen an, das ihnen wirklich hilft, besser zu leben. Das Geld folgt dann irgendwie. Es ist also ein komplett anderes Denken als hierzulande, wo man immer noch versucht, eigene Produkte oder Dienstleistungen auf Teufel komm raus zu verkaufen, egal ob sie den Menschen helfen oder nicht. Mit diesem Mindset verbindet Facebook derzeit mehr als 1,5 Milliarden Menschen, arbeitet Tesla an einem solargetriebenen, selbstfahrenden Auto und entwickelt Hyperloop, ein Navi-Fernverkehrssystem, das nicht nur Menschen in nahezu Schallgeschwindigkeit transportieren soll, sondern dies geschieht alles natürlich solargetrieben, natürlich noch darüber hinaus neue Energien schaffend und natürlich werden die auch noch in die Stromnetze eingespeist. Völlig irrsinnig, größenwahnsinnig, aber offensichtlich machbar. Denn es wird bereits in einer Modellstadt in einem kalifornischen Valley aufgebaut. Und im Übrigen denken Sie darüber hinaus noch darüber nach, den Transport gegebenenfalls gar kostenfrei anzubieten, weil Sie wollen ja viele Menschen erreichen. Und ihre Einnahmen dann darüber zu generieren, dass man weitere Dienstleistungen dann während des Transports anbietet. Wenn man sich diese neue Welt einmal vor Augen führt, und das ist kein Hirngespinst, sondern eine mögliche Realität im nächsten oder übernächsten Jahr, dann ahnt man, wie weit entfernt unsere hiesige Gesellschaft ist, mit diesem Change umzugehen, ihn konstruktiv zu nutzen und daraus zu lernen. Und natürlich müssen wir uns Gedanken machen, wie wir mit den anfallenden Daten umgehen wollen, aber das ist nicht das alleinige Thema. Eske Kilpi, ein finnischer Vordenker der postindustriellen Zeit, meinte auf der Konferenz, die Plattformen seien eine grandiose Art, die Welt zu regeln, nur sollten sie halt eher den Commons, also der Allgemeinheit, gehören. Kommen wir zum 2. Punkt, der Gig Economy. Was passiert auf diesen Plattformen? Wie Jochai Benkler es darlegte, haben wir es seit 5 Jahren mit einer neuen Entwicklung zu tun, während zunächst die Medien und dann neue soziale Bewegungen das Internet als Plattform für sich entdeckten, werden nunmehr Dienstleistungen über das Internet zentral zwischen der Nachfrage und dem Angebot ausbalanciert. Was nunmehr geschieht, ist, dass unsere Gesellschaft bislang ihr soziales Sicherungssystem über das Normalarbeitsverhältnis geregelt hat.
Wenn dieses aber nicht mehr existiert und de facto existiert es jetzt schon nicht mehr, aber es wird zunehmend sich noch weiter zerlegen, wenn dieses also dann nicht mehr, überhaupt nicht mehr existiert und Arbeit sich in sogenannte Gigs zerlegt, also in kleinste Aufgaben, dann braucht es neue Dienstleistungen, die die früheren Aufgaben des Arbeitgebers für die Gig-Arbeiter dann übernehmen. In dem Buch Serving Workers in the Gig Economy, das auf der Konferenz häufig genannt wurde, wird der Frage nachgegangen, ob der Markt vielleicht hier Angebote schaffen kann, das Unbundling des Jobs, also das Zerlegen früherer Arbeitsverhältnisse in die verschiedensten Bereiche wie Gehalt, soziale Absicherung, Weiterbildung, Kollegium, Gewerkschaften und so weiter, wie man diese Aufgaben, für die früher gesorgt wurde, seitens des gesellschaftlichen Vertrages neu organisieren könne, ohne dass der Einzelne komplett auf sich allein zurückgeworfen sei. So versteht sich zum Beispiel Upwork explizit als Verantwortlicher seiner Freelancer. Sie können wohl anhand der Daten erkennen, welche Signale eines Profils dafür sprechen, dass ein Job gut erledigt werden kann von einem Freelancer, auch wenn für diese Person noch gar keine Bewertungen vorliegen. Wie auch immer das funktioniert, diese Signale kommunizieren Sie auch den Freelancern, damit diese ihre Dienstleistung gegebenenfalls rund um diese sehr persönliche USP, also Alleinstellungsmerkmal, dass Sie das rund um dieses Alleinstellungsmerkmal weiter ausbauen. Kommen wir zum dritten Punkt, der, wie wir es nennen, Solidarität. Solch eine marktradikale Sicht irritiert uns in Europa natürlich sehr, weil wir dieser protestantischen Ethik, sich selbst einzubringen, und statt auf die Institutionen zu warten, weniger abgewinnen können. Das hat auch, ist unabhängig von der Religion. Es ist auch nicht so, als spüre man in Kalifornien keinen Sinn für die Solidarität. Es sprießen verschiedene soziale Plattformen, wie zum Beispiel die Coworker.org, aus dem Boden, die sich für bessere Arbeitsbedingungen von modernen Arbeitern und Arbeiterinnen einsetzen. Sie hatten zum Beispiel eine große Kampagne über die sozialen Medien initiiert, um das Verbot von Tattoos für Starbucks-Angestellte abzuschaffen. Und das haben sie offenbar auch geschafft. Solche Initiativen braucht es noch viel mehr, meinte Andrew Stern auf dem Podium, ein Forscher der Columbia University aus New York. Es entscheide sich jetzt, ob sich die Welt zum Guten oder zum Bösen verändere. Übrigens auch die Ansicht vom Institute for the Future, also dem Zukunftsinstitut in Kalifornien. Tatsache sei, dass die Welt in 15 bis 20 Jahren komplett anders aussähe als jetzt. Ein Grundeinkommen könne ein Baustein sein hin zum Guten. Überhaupt fiel das Stichwort Universal Basic Income, wie es dort halt heißt, auffallend oft auf der O'Reilly-Konferenz. Viele Menschen dort haben Sorge, ob der sich abzeichnende Entwicklung und fordern ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle. Dieses neoliberale Grundeinkommen unterscheide sich aber von einem emanzipatorischen Grundeinkommen, so erklärt es mir Ina Pretorius von der Schweizer Initiative für ein Grundeinkommen später im Hangout-Talk. Und zwar die Neoliberalen tun es nur, um die Leute ruhig zu stellen, damit keine Aufstände kommen, und die Emanzipatorischen hoffen natürlich auf die Selbstermächtigung der Menschen. Ganz so würde ich das, schaut es euch selber an, im Archiv ist das Interview. Unmittelbar anschließend zur O'Reilly-Konferenz waren wir nämlich noch 2,5 Tage auf einem Kreaton zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen in San Francisco, es fand da zufällig statt. Und dort lernten wir Liane Gell kennen, die dort sehr aktiv ist im amerikanischen Raum, eine Deutsche, die jetzt in den USA lebt. Und über die wir wiederum den Kontakt zu der Schweizer Initiative bekamen. Wie ihr also seht, die Welt ist bunt, viele denken nach. Man kann sich vernetzen, man kann etwas bewegen, man kann mitmachen, wenn man reingeht ins Netz. Also kommt dazu, macht mit, helft mit, eine neue und bessere Welt zu gestalten. Bis dahin, bye bye, ciao.